Das bin ich. Es ist nicht bloß ein Anzug. Es ist die Geschwindigkeit. Die G-Kraft, die einen nach hinten presst, wenn man durch den Himmel jagt. Ich bin rosa. Rosa, fuck! Ich kann damit nicht fliegen. Mit ihr. Ich weiß, es ist eine Sie. Und schwer beladen. Sidewinder, Stinger, Hellfire. Das Scheißding ist geladen. Die Bedrohung durch den Tod ist aus unserem Leben verschwunden. Man bewegt den Joystick, 1,2 Sekunden später bewegt sich das Flugzeug. Ich übernehme das Steuer. Ich blicke auf den Bildschirm 50 cm vor meiner Nase. Mir wird gesagt, nach links zu fliegen. Ich fliege nach links. Rechts. Ich fliege nach rechts. Ich drücke die schlafende Sam an mich. Sie ist echt und lebendig und warm. Und dann esse ich zu Abend, schaue auf einen weiteren Bildschirm und gehe schlafen. Am Boden handelt von einer F-16-Kampfpilotin, die nach der Schwangerschaft und der Geburt ihrer Tochter umgeschult wird zur Drohnenpilotin. Und diese taffe Persönlichkeit gerät das erste Mal eben in diesem Einsatz als Drohnenpilotin in Zweifel über das, was sie da eigentlich tut. Und das Ganze ist als Monolog gefasst und das ist ein Höchstmaß an Konzentration, ein Höchstmaß an Intensität der Gefühle, also eine äußerst spannungsvolle und großartige Arbeit. Wir wachen über euch, meine Kinder. Wir schützen und zerstören euch. Ihr kapiert's nicht, oder? Vor dem Auge am Himmel gibt es kein Entrinnen. Ich bin so. Aber gut. Egal. Gott, er ist so glücklich. Sein Gesicht. Er schaltet das System auf. Ich warte auf die Aufforderung, meinen Knopf zu drücken, um den Propheten zur Hölle zu schicken. Schießen Sie! Schießen Sie! Das ist Sam! Sie ist grau! Sie ist grau! Sie ist grau! Ich packe sie! Atmen Sie nicht! Ist sie? Warum ist sie grau? Warum? Warum? Ihr, die ihr mich in einem Grab eingeschlossen habt und glaubt, ihr wäret in Sicherheit. Ihr seid nicht in Sicherheit.